në fakt stërvitjet kanë shkuar shumë mirë, kanë zgjatur, mund të them, gati 8 javë. Fatmirësisht ka shku gjithë shka si mbas planit, pa lëndime dhe normalisht kemi punuar shumë mund, sidomos edhe miku ju Nilo. Dhe besojmë tani që gjithë shka është gati, presim tani vetëm ndeshën nesër. Ajo është kryesorja, dhe më thonë kemi punuar mjaftë që nesër t'ja dalim mirë. Se Feri ku ushtru shumë mirë, kini po ju vetë fizika shumë e fortë, regullisht këna ushtru, ka për shiku me hangrë mirë, me ushtru për që ditë, shumë eksploziv, edhe ishtë njëri si punon shumë me kokë, shumë inteligent, ka vlajni shumë të fortë, si mu jemi një mu, ekipa do të me kjenë bashkë, bashkëtore me kjenë me një mu në një tjetët, edhe unë jam 100% sigur si nesër shala, me shumë i fortë komorale, me fitu, luftën. Ich begrüße euch ganz herzlich, meine Damen und Herren, zum heutigen Wiegen. Und ich bin gespannt, wie morgen der ganze Abend wird verlaufen. Ich freue mich wahnsinnig. Und ich möchte euch jetzt darum bitten, der erste Kämpfer soll bitte von blauen Ecken begrüßen. Ich herzlich darf sich hier wiegen. Das wäre der Alessandro Bucci von Deutschland. Noch gerne einen Applaus für ihn. Für die Rotecke kann sich schon bereit machen, von mir Alessandro. Ich würde darum bitten, dass dann auch zum DJ Jonathan Brown wird gehen, dein Lied wird geben, damit wir morgen gut einlaufen starten. Schon der Nächste darf schon vorbeikommen. Und zwar begrüße ich natürlich eine Frau und Linda Schlupp. Jon Valmir Përzhaku, jon e klubin Box Club Burgdorf, zonte i Sefer Seferit. Kemi bërë përgatitjet që nja 2 muaj intenzive, treninge të mirë. I falenderoj shumë pasi Sefer për përgatitjet, krejt klubin e Burgdorfit. E përfitoj njemi optimist që të fitojmë, kemi ushtru shumë, edhe shpresoj që do të ka fitore. Faleminderit shumë për juve. Aplauz, aplauz. Dazu möchte ich noch beitragen, die Linda Schlupp ist natürlich Schweizer Meisterin, eine Lady, Frau. Linda Schlupp ist vorbei. Und schon bereit darf sich machen, Adriatic Emini von Olte. Ein grosser Applaus, bitte schön. Und das Gewicht ist 8,3 Kilo. Bitte möchte ich erwähnen, Valmir Perzaku hat ein Gewicht von 73,7 Kilo. Alessandro Bucci 73,5 Kilo. Und Linda Schlupp ist Schweizer Meisterin 59,6 Kilo. Unë jam Adriatic Emini, vi nga Langenthali, ushtrajtë Frizur Abdulli dhe Besart Abdulli në Olten, Brothers Gym Olten. Stërvitit kanë fillua për mua që një 2 muaj jam të stërvit shumë intenziv dhe da me thonë 6 herë njaftë, në dilën kom pëshu. Problemi o që i këmjek mrena një kosh kurti shumë kilo, da me thonë 9 kilo i këmjek,
Nëse tash po nina mirë, pi pramshit në sa diku mi e ka 5-3 kila, ku më shtru pramë, ku më stërvit, edhe me usë qenë pak më këshyrë, dhe sot me nxes jam konë në sauna pak, i ka kilat e mramta, se kështu dolla me pesh mirë 79.8 dolla në kilogram. Kontështarin, alo nuk e di kush është, ku më nisë njëri Bosnjës, nuk u konë këto, më vjen pak kesh se kisha pos që me dit, mja dit edhe bile emrin, po shpresoj se kam me fitu një se me një fitori, ishala, për gjithë shqiptarëve. I rrëfe kanë të herzlech për kryeset të dhe blau eke, cëm vjeke Roman Kobra Vanikqi. Si Gekner ish lejtë në më shtohu, Arbeid je de nächste minuten intreffen. Zum Wirken begrüße ich ganz herzlich nochmal und begrüße mit mir den Thomas Spiegelmann. Von Thomas Spiegelmann 79,5 Kilo. Und sie Gegner für die Rotecke begrüße ganz herzlich den Emil Markic. Zum Wiege aus Argentinien, Ruben Angel Mino. Bitte Applaus. Gewichtluter 104,1. Und begrüße nochmal ganz herzlich für heute Abend Sie Gegner für die Rotecke Erzen Rustemi von Burgdorf. Wir sind gespannt. Und im Erzen Rustemi, sein Gewicht lautet 93,2 Kilo. Përgatitjet kanë shku shumë mirë, gjithçka ka shku mirë. Para vetes e kam një kundërshtar, ndoshta fizikisht jam unë me përparësi, mirë po është me një përvoj të jashtëzakonshme. E ka gjithsej 34 ndeshje, 31 fitore dhe 31 i ka të fituar para kohë. Do me thonë i ka edhe 3 humbje, po ato humbje që i ka me bokser nivelit botëror.
dukja atina pak të mashtron mirë, po në të vërtetë është një bokser shumë i rrezikshëm dhe ne jemi përgatitur mjaft mirë dhe shpresoj se nesër do dalë fitimtar nga kjo luftë. Also Training war sehr, sehr, sehr gut. Alle Plan war, Gegner ist einfach ein guter Gegner. Er ist 50 in der Welt und er hat gegen gute Leute geboxt. Und dann ich habe einfach meine Strategie definiert. Für mich es geht nur auf K.O., es geht nicht anders. Und dann Erze weiß das noch nicht, aber ich habe einfach K.O. geplant. Das ist einfach mein Geschenk für Kosovo-Leute. Also, morgen kommen sie viel und dann mal schauen, was ich geplant habe. Er ist sehr gehorsam. Er arbeitet nach meinem Plan, nach meiner Strategie. Und dann, ja, man kann morgen gucken, was ist passiert. Super viel. Einfach K.O. Danke, bis morgen. Es geht natürlich nicht nur Boxen, Mann, es geht natürlich auch Kickboxen, wie mit der Linda Schlupp. Und begrüße ganz herzlich aus Alten von Schweiz, Sazen Gimbal Mehmedi. So, Frauen, habt ihr? Kickboxer Sazen Gimbal Mehmedi ist geflogen. 102,2 Kilo. Ich kann kalu shumë mirë, ndihem shumë fit. Kështu që besoj në fitaren time, besoj, ku më bashkëpunu me Seferin, edhe Ajdon Deshit atë natë, si dhe Nuria, edhe Erzeni, po ashtu edhe në Olten ku më ushtru te Vlazrit Abduli, Brother Gym, taj klubi ku ushtruaj une, kickbox. Kështu që e pres me nxit shtunën e pres nesër dhe besoj në fitoren time që do kaloj mirë. Faleminderit. So, meine Damen und Herren, es hat einen Moment gebraucht und gedauert, bis wir wieder mal Kampf auf Burgdorf holen konnten. Es ist ein paar Jahre vergangen. Ich freue mich ganz persönlich, unseren Liebling von Burgdorf natürlich, ein Weltklasse, Weltmeister in meinen Augen, was er schon all die Jahre immer war. Ihr wisst, ich rede natürlich von Sefer Seferi, aber zuerst möchte ich noch, dass ihr ganz herzlich unsere Gegner für den morgigen Kampf begrüßen, und zwar den Laszlo Dubel Hauber Hubert. Das Applaus! Ihr könnt auch ganz normale Tickets kaufen. Bitte alle, die noch kein Ticket haben, für ihre Freunde, für ihre Liebsten noch gerne ein Ticket, es lohnt sich. Und vergessen nicht, es wird auch jetzt wieder ein Moment dauern, darum verpassen den Mann am Abend nicht mit uns. Nyolc héten keresztül készültem erre a mérkőzésre. Napi kettő edzéssel, 97 kilóra hoztam a súlyomat. Elég nehezen ment a végén, mindenféleképpen győzni szeretnék egy nagyon jó nevű ellenfél, nagyon jó nevű és veretlen ellenfél ellen. Uns ist gleich lautet, László Dubla Hubert, 89,4 Kilo. Und jetzt bitte, bitte gebt einen ganz grossen Applaus, bitte schreit, schreit mal. Seferi muss er sich nicht mehr aussprechen, jeder kennt ihn. Bitte klatscht, gebt ihm Kraft, gebt ihm viel Liebe, Gewalt, Energie, alles, was man kann brauchen kann für morgen. 89,4. Zwei grosse Kämpfe für morgen mit dem gleichen Gewicht. Es wird spannend. Wir bitten euch alle ganz herzlich. Grosse Applaus, schreien!
përgatitjet kanë shkuar shumë mirë sipas planit. Normal që jam optimist dhe nuk dyshoj në fitoren time. Kjo është mbi të gjitha, e ndjej veten shumë përgatitur dhe për mua blen veten fitore më në fund. Më vjen mirë që edhe kundërshtari e ka pru peshën e tij, me cilin ka qenë deri dje ishte pak kishte 1 kg tepër, mirë po sot të gjithë shkan rregull, kurse unë kam pru një peshë rekord, se kurs kam qenë 89 kg. Do të thotë kjo tregon vetë se sa jam i përgatitur për nesër dhe nuk dyshoj në fitore. Dan möchte ich noch mal darauf hinweisen, morgen am Abend fährt es auch. Kommt nur früh, kommt Tickets verholen, unterstützt unsere Lieben von Burgdorf, unterstützt sie und kommt uns verkaufen. Es ist für einen guten Zweck und es ist für einen guten Abend. Nochmal erwähnen ich, ein Ticket ist für Stellplatz 34 Franken und der VIP wäre in der 139. Nochmal Musik, die Musik noch nicht haben können, abgeben, damit wir morgen natürlich noch ein bisschen Party machen, während dem das einlaufen. Bitte auch, unterstützen natürlich auch Frauen, unsere Linda Schlupp, die morgen alleine wird gegen Frauen ankämpfen. Am 6. am Abend morgen ist bereits die Türöffnung. Wie gesagt, es gibt VIP-Tickets, die ihr könnt essen, von trinken. Und kommt einfach und habt einen guten Abend mit uns. Und ich hoffe, es werden lange Kämpfe, nicht, dass wir für nichts haben gezahlt. Und ja, bis morgen. Merci vielmals und merci, dass ihr hier sein dürft. Also nicht, weil sie es spontan gemacht haben. Vor allem in Namen, die ich noch nicht richtig ausgesagt habe, tut mir wirklich leid. Aber ich bedanke mich, dass der Herr euch alle segnet. Merci für alles. Thank you.